denn, ja? Ja, ja. Okay. Ich rauche mal. Ja, mach mal. Da warten wir schon 25 Jahre drauf, dass es wieder losgeht. So ungefähr, ne? Ich weiß nicht, wann so ein Spielplatz hier abgebaut wurde, aber am Ruhe, das war die 2. Oktober 67. Ja, ja klar, kurz vom 3. Oktober. Ja, ich hab's gemerkt. Der Bahnhof ist auf der Fahrkraft, der Mannschaft.
Ja,
Das ist ein bisschen in den Bürgerteil, weil wir viel älter dran sind, das macht keinen Sinn. Das vergibt sich jetzt in den Bürgerteil. Vielen Dank.
Max von Alenne? Der mit dem Kandelkotzen Vorstand. Links von Alenne, wie man heißt. Ja, bei den Jungs in Asien. Nee, der war ich in Das war sogar an Hindenburgdamm so. Ja, da man sieht es doch nicht mehr. Da haben sich irgendwelche Bürger durch das Investoren durchgesetzt. Ja. Ja? Ja? Die gibt es gar nicht. Die Sachen reichen. Thank you.
Gleichzeitig hat man auch noch hier diese dicke Zweifel, dass die der Herr sagt, dass ich Gewinnhäppchen, ich freue mich dort, was aber auch ist, dass ich schon anziehen konnte. Ich meine, ich möchte hier nicht der Schreiner sein, der da die Fenster fliegen muss. Das ist ein bisschen aufwendig. Ja, sicher. Und dann andere Gebäude hier sind hier so wie ein Fenster gehalten, aber voll und fein ist immer besser als gar nicht. Was man auch erkennen kann, ist, dass die Grundstücke hier früher riesig groß waren, weil hier nur zwei Häuser draufstehen. Da sind ja hier diese Steine durchziehen. Ja, das war ursprünglich mal ein. Was? Wirklich dort? Da bin ich gar ganz gut hier vorne, weil dann bin ich nicht halt rein. Thank you.
errichtet und gebaut und dann gab es noch die die Berliner Elektrizitätswerke. Nicht? Ich komme nachher noch dran vorbei an irgendwelchen Reminiszenzen. Die haben halt hier den Strom produziert und an die Haushalte geliefert. Und das wird in diesem Museum dargestellt. Eine interessante Sache ist noch, von jedem Kabel, das hier in Berlin verbunden ist, haben die einen Stück da. Das kann man immer gucken. Ja, das ist manchmal ganz schwierig. Weil wenn man wissen will, welche Parameter hat, kann man da noch ein bisschen mehr Spannung draufgeben oder vielleicht brennt einem das ab. Das kann man dann nachschauen. Das hat natürlich auch noch. Weiter Aspekt, wir sind ja an diesem großen Backsteinkomplex vorbeigekommen. Hier, wo Peter dran steht, das war mal das Dammwerk von Löwe Opta. Löwe Opta, den Älteren wird das noch was sagen, das waren also Fernseher und Radios. Heute hat man so Zeug ja von LG und Samsung und vielleicht noch Juni, wenn es hochkommt. Ja, die Firma ist Geschichte, die waren komplett. Aber da geht die Zeit dann halt über hinweg. So, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir weiter. Und dann ist der nächste Punkt, Haltepunkt, die Ecke. Das ist ein Kraftwerk. Das war ja ein Kraftwerk. Ja. Kommt hier gerade.
Achtung, Jürgen Radfahrer von hinten. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ein paar von uns. Wir passen aber alle.
Thank you.
Ja.
Thank you.
gut, hier ist also eine historische Stätte. Und immer noch eine Technik wieder. Also die Leute sehen, dass da keine großen Lücken entstehen. Dann fahren da Schwänge sich immer gerne auf und dazwischen, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind genug, das folgender Punkt noch. Also wir befinden uns hier bei ALG Telefunken. Das heißt, das ist das ehemalige Werk von eines der ehemaligen Werke von ALG Telefunken, das während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde, um darin Instrumente für Flugzeuge zu bauen. Ja, das ist schon mal schon als Mögliche, das ist hier gemacht worden. Und darum sieht man dann die Dame auch noch mit dem Sitz hinterhalten. Ja. Ein weiterer Punkt, was man hier zu sagen kann, ist, dass, wenn man mal recherchiert, sucht nach dem vierten Ring. Der Platz ist für den Unikampfwelt, vorher war es vierter Ring. Warum das? Die Nationalsozialisten hatten ja den Plan, aus Berlin die 100 Meter Metropole Germania zu bauen und sie wollte halt eben auch die geschlossene Autobahnlinie haben. Und einer von diesen war hier lang projektiert. Und wie man sich das vorstellen kann, hat man ja einfach schon mal auf die Flugzeuge gebaut. Darum ist jetzt so eine mega breite Straße, die als Autobahn eben ausgelegt war ursprünglich und dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern als Exerzier- und Paradeplatz verwendet wurde. Daran erinnern auch noch hier diese Scheinwerfer, die da auch noch mit diesen Lichtern versehen sind, damit da kein Flugzeug dagegen fliegt, denn die sind ja auch mit Schießen rübergegangen und haben jetzt gezeigt, was die Piloten so alles drauf haben. In Reminiszenz daran heißt dieser Platz eben auch Platz für die Uni, weil das ja der Feiertag der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und dann gibt es hier irgendwo noch eine Erinnerungstafel an die Berlin-Staaten. Und das ist dann gemacht worden, nachdem das mit dem AEG nicht mehr so richtig funktioniert hat, hat es lange leer gestanden. Ich meine, die Amerikaner haben das natürlich auch mal als Kaserne benutzt. Und als die raus sind, hat man da irgendwann nach Jahren Investoren, die das umgebaut haben, zu Wohnungen. Und dann sind jetzt hier diese Loftwohnungen entstanden, nicht ganz billig. Und wohnt ganz wohlfühlend. Versorgungstechnisch auch nicht schlecht. Und um die Ecke dann da die Einkaufszentren. Kann man da so alles kriegen. Also von Möbeln bis zu Tiefkühlfisch, was auch immer. Und zwar hier ist auch noch auf der anderen Seite ein West-Alliierten Museum. Für Leute, die sich mit Geschichte in Verbindung setzen möchten, gerne mal. Aber nur klein, es ist größer und es ist aber umgezogen. Ja. Herr Zeng, was bist du denn für ein Alien? Wie viele hast du? Ja, deswegen sag ich ja gerade. Ja.
Thank you.
Die haben auch den nächsten Tag hier auf die Tür, lege ich Ihnen sehr ans Herz. Machen die ganz nett, man kann sich alte Gerätschaften 12. angucken. 13. Genau. Alte Gerätschaften angucken, die haben Würstchen, Bier und Kuchen und alles Mögliche zu zivilen Preisen, könnt ihr immer unterstützen gebrauchen. Die machen auch Bahnfahrten teilweise. Genau, die machen auch Bahnfahrten zwischen hier und dem Ende der Görzbahn. Genau, der Görzbahn, nämlich die zwei, die sind dann nicht der Felde weg. Die Görzbahn, also diese Eisenbahnanlage, die man hier auch noch hat und die auch noch in Nutzung ist. Ja, er hat den Falk und der fährt auch hinterher. Der kommt dann wieder rein und ich gefahren erstmal weiter. Gut. Gemütlich. Aber nicht so schnell. Okay. Ich dachte, alle werden immer so in Gang kommen. Weder von Arbeit noch auf der Flucht. Eigentlich könnte man langsam fahren. Wir haben noch, wir gucken, ob das Rohr mal nicht mehr gucken kann. Ja. Davon. Was, seid ihr schon wieder unterwegs? Thank you.
wieder unterwegs, ja. Ich habe ihn nicht gerade verstanden, dass wir schon weitergefahren sind. Also, thank you.
wir sind gerade auf dem Wald wieder raus, wenn du mich hörst. Thank you.
dachte, wir wären ja schon Ende. Ja, ich dachte, das wäre ja schon das Ende. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ja.
Thank you.
wenn er lieb ist. Mercedes und lieb. Höchstens von da vorne, von der anderen Seite. Kappen ein hier brennt. Bitte.